Hallo Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ja, ich entschuldige mich erstmal dafür, dass jetzt ein Monat keine neuen Videos gekommen sind. Das lag daran, dass ich nicht so viel Lust hatte und ich wollte jetzt nicht, gelangweilt irgendwelche Videos aufnehmen und dann, ja, am Ende sagt ihr dann noch irgendwie, ja, du machst das Ganze so langweilig, irgendwie macht das keinen Spaß mehr, dir zuzugucken, und das wollte ich dann am Ende auch nicht mehr. Deshalb habe ich mir einfach so eine Pause gegönnt und jetzt habe ich wieder Lust und ich denke, wir starten jetzt einfach mal hier durch in der neuen Welt. Sind ja im letzten Part hier angekommen. Viel haben wir uns noch nicht umgeschaut und das werden wir jetzt aber in dem Part hier auf jeden Fall ändern. Wo ich jetzt genau hin muss, weiß ich leider nicht. Daher werde ich jetzt einfach mal hier irgendeinen Kong nehmen und mal diese Bananen hier verfolgen. Ja, das hat uns jetzt gerade wieder schön zum Eingang zurückgeführt. Ja, hier können wir mit Chunky Lengs, okay, das merke ich mir schon mal. Wir sollten am besten wieder hier am Anfang erstmal alles systematisch abklappern, damit wir auch ja nichts auslassen. Aber was ich ja immer ganz komisch finde, ist, dass hier immer jetzt alles so, alle Wege sind immer mit anderen Bananen bestückt. Hier zum Beispiel für Donkey oder für Chunky, keine Ahnung. Sodass man dauerhaft immer den Kong wechseln muss, da weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Sehr, sehr verwirrend. Hier zum Beispiel muss ich auch mit Donkey hier dieses Gitter öffnen. Aber das werde ich dann später machen, weil da geht es dann, glaube ich, überhaupt erstmal richtig in die Welt hinein. Das ist ja nur die Anfangshöhle. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen mal Chunky und werden da hinten erstmal das Gitter öffnen, was sich ganz am Anfang da bei dem Eingang befindet. Ah ja, die Bananen da hinten waren tatsächlich auch für Chunky. Okay. So. Dann hauen wir mal mit unserer Bazooka drauf und schauen mal, was sich hinter diesem Gitter befindet. Mal schauen, vielleicht gibt es da ja schon die erste goldene Banane durch ein Minispiel oder sowas ähnliches. Man weiß es ja nicht. Die Münzen waren auf jeden Fall auch für Chunky, also sind wir ja hier schon mal auf dem richtigen Wege, denke ich mal. So, auch hier unbedingt unter Wasser alles nachchecken, hier könnte ja auch irgendwas versteckt sein. Aber scheint wohl doch erstmal nicht so der Fall. Okay, dann über uns ist, glaube ich, irgendwie so ein kleiner Steg. Ja, aber nur, wie kommen wir da drauf? Das ist jetzt die große Frage. War da eben gerade nicht eine Münze? Oder habe ich mich gerade versehen? Ach doch, hier. Ja, für Tiny scheinen die zu sein. Hä, wie sollen wir denn bitte da raufkommen? Wartet mal, ich schaue mich mal gleich von hier aus ein bisschen besser um. So, wartet mal. Okay. Wie soll man denn da bitte hochkommen? Da ist ja jetzt nicht irgendwie eine Stelle, wo man vielleicht hochklettern kann oder so. Ich muss mal schauen. Tja, jetzt scheitert es schon gleich hier bestimmt bei einer der einfachsten Stellen der gesamten Welt. Nee, keine Ahnung. So kommt man nicht da hoch. Tja, keine Ahnung. Hier gibt es ja keine Stelle, wo man irgendwie hochklettern könnte. Oder man kann sich auch nicht da oben festhalten, oder? Doch, kann man. Okay, super. Dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Aber hier scheint das gar nicht so wirklich für Chunky zu sein, sondern eher für Tiny Kong. Wobei die Blaupause vielleicht sogar für Lanky ist, weil das hier die Welle, die er macht, ist blau. Naja, gut. Hier wird es wohl einiges zu entdecken geben. Denke ich mal. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal Tiny holen und dort dann die Münzen und die Bananen dort einsammeln. Ich glaube, dann sind wir schon mal ganz gut bedient. Dann können wir gleich den Typen auch nochmal besiegen und dann schauen wir mal, ob die Blaupause auch wirklich für Lanky ist. Ansonsten müssen wir dann halt nochmal dorthin zurückgehen und die dann auf jeden Fall auch nochmal einsammeln. Dann haben wir ja sozusagen schon mal die erste goldene Banane. Sicher. Wie gesagt, jede Blaupause gibt ja immer eine goldene Banane ein. So, komme ich jetzt hier auch ohne Probleme hoch? Oder ging das jetzt nur mit, mit Chunky, weil der ein bisschen größer war? Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Ja, keine Ahnung. Das sieht jetzt schon wieder sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ob ich da so einen glücklichen Moment erwischt habe, dass die Welle gerade hoch war. Dass ich dann mich da irgendwie festhalten konnte. Mann, das ist aber echt kompliziert gemacht, anstatt hier einfach mal eine Leiter hinzu
quetschen, dass man da dann einfach hochklettern kann. Nee, keine Ahnung. Ja, okay, das ist sehr verwirrend irgendwie gleich schon zu Anfang hier in der Welt. Kamera drehen? Kann man da nicht? Nee, auch rüberfliegen kann man nicht. Okay, kann man vielleicht in dieser Welt hier den Wasserstand ändern? Dass man da dann am Ende irgendwie hoch kann oder so? Ach, keine Ahnung. Das ist ja voll verwirrend. Ja, wenn ich da jetzt zu Anfang nicht hochkomme, will ich mich da jetzt auch nicht unnötig viel zu lange dran aufhalten. Dann will ich jetzt erstmal lieber etwas anderes machen, bevor ich hier die gesamte Zeit an der Stelle verschwende. Ja, Chunky, du gehst mal wieder ab. Bist hier schon voller Elan dabei. So, da haben wir wieder eine weitere Teleportationsplatte. Haben uns ja nicht viel hier umgeschaut. Da habe ich mal wieder einen Typen gehört, der hier wieder eine Blaupause bei sich trägt. Oh, hier geht's auch nochmal in eine kleine Höhle rein. Hier gibt's aber echt viel zu sehen, obwohl das hier gerade nur schon die Anfangshöhle ist. So, jetzt werde ich hier mal... Ja, das war auch gleich die richtige Taste, super. Unbedingt diese TNT-Fässer mit einer... mit einer Granate zerstören, ihr wisst ja Bescheid. So, jetzt haben wir hier drei Schatztruhen. Ich glaube, die können wir sogar zerstören, oder nicht? Genau. Cool. Da haben wir sogar damit auch eine Fee freigesetzt. Dann gleich mal versuchen, die abzufotografieren. Ja, okay, das ging gleich nach hinten. Nö, das war nix. Das hat man dann den X auch gesehen. So, jetzt. Genau, das war gut. Man sieht zwar wieder nichts auf dem Bild. Wie gesagt, ist ja durch die ROM alles ein bisschen verbuggt, aber das ist ja nicht schlimm. So, alles ein bisschen aufgefrischt. Und bam. Oh, geil. Die erste goldene Banane. Und damit haben wir schon die 60. Boah, das ist schon richtig übel. Also man kommt bei den goldenen Bananen schon recht gut weit, finde ich. Aber, naja. Es muss aber auch ein bisschen schnell vorangehen in dem Spiel, weil es gibt ja auch irgendwie über 200 oder sowas. Also, von daher braucht man sich nicht wundern, wenn man hier alle 10 Minuten oder so eine goldene Banane findet. Ansonsten wäre es ja auch ein bisschen langweilig, sonst ist das Spiel ja am Ende auch zu riesig. Das will man ja eigentlich auch nicht. So. Die haue ich da am besten auch nochmal weg. Zack. Ja, da hinten habe ich Granaten gesehen. Die sammle ich dann auch vorsichtshalber nochmal ein. Man weiß ja nie. Man kann ja von allem nie genug haben. Und dann hauen wir uns mal hier in die Kanone rein. Ja, das findet er gleich natürlich ganz cool, so ein Kanonenschuss. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier drüben irgendwie etwas? Ja, hier müssen wir schon wieder mit Tiny hin. Ganz ehrlich, mich verwirrt irgendwie dieser dauerhafte Kong-Wechsel immer so ein bisschen. Weil, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang der Folge gesagt, ich weiß dann immer nicht, wo, mit welchem Kong ich wohin latschen soll. Hier scheint aber der Blaupausenträger für Tiny zu sein. Alles klar, das merken wir uns doch mal. Und wenn wir dann hier mit Chunky durch sind, unbedingt sofort den Kong wechseln und da dann hin und die Blaupause einsammeln. Dann war die andere da an der Wasserstelle tatsächlich auch für Lanky. So, hier haben wir die Arena. Können wir das aufbrechen? Ja, tatsächlich. Geil. Dann können wir jetzt hier auch gleich an dem Arena-Kampf teilnehmen. Hier geht's gleich zur Sache. Mehr Critter Crash. Okay. Ja, der Name sagt eigentlich immer gar nicht so viel aus. Ja, Ziel ist es, wie gesagt, immer ja nur, die Gegner umzubashen, beziehungsweise halt, am Leben zu bleiben oder halt eben auf der Platte weiterhin stehen bleiben zu können. Ja, runterfallen, das dürfen wir auf keinen Fall. Solange das nicht passiert, ist eigentlich alles im Lot. Ja, solange hier nur diese Kremlinge kommen, da ist eigentlich, finde ich, dann ist das kein großes Problem. Besonders nicht mit Chunky, weil der kann ja so einen Rundumhieb. Da können die eigentlich von allen Seiten kommen, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Bam! Ja, hier, bam, zwei auf einmal. Einfach wegprügeln, die Scheiße. Starke Leistung! Jawohl! Damit hatten wir auch schon die Krone und das war's schon. Ging ja recht fix. So. Dann hätten wir die Krone auch schon mal in diesem Level. Hier haben wir Ballons für Lanky. Dann hauen wir uns mal hier hoch. Uff. So.
Jetzt können wir hier vielleicht auch was Schickes Neues lernen. Und zwar in Crankys Labor für Chunky. Wir müssen ja genug Münzen haben. Päh! Dir mangelt es an Talent, Chunky. Es fehlen noch 15 Bananenmedaillen, um eine tolle Überraschung zu erleben. Was stehst du noch herum? Such sie mal. 15 Münzen brauchen wir. Wie viele haben wir denn? Haben wir etwa zu wenig? Wir haben 25. Achso, oder meint er, noch 15 Münzen brauchen wir? Naja, egal. Kann ich jetzt auch sowieso nichts dran ändern. Wir werden einfach weiterhin fleißig, ja, Münzen sammeln. Beziehungsweise er meinte ja, eine Überraschung wartet dann auf uns. Hm, keine Ahnung. Ob das jetzt nun ein neuer Move ist oder nicht, kann ich jetzt nicht an der Stelle sagen. So, hier haben wir ja ein Tauschfass, da müssen wir jetzt einiges erledigen. Zum Beispiel müssen wir jetzt mit Tiny uns nochmal nach oben ballern, damit wir da erstmal die Blaupause einsammeln können. So, dann haben wir schon mal die Blaupause für Tiny Kong und dann haben wir auch schon mal gut was. So, Bananen gibt es ja auch auf jeden Fall reichlich. Bats. So, dich hauen wir mal ganz kurz um. Kurz aufladen. Nee. Warum lädt sie denn jetzt schon wieder nicht auf? So, wartet mal. Ja, okay, das war jetzt zu schlecht. Habe ich jetzt zu lange gewartet? Dann werde ich ihn einfach so umhauen. Die Zöpfe werden das schon von ihr regeln. Jawohl. Und dann damit haben wir die Blaupause. Genau das, was sie erreichen wollte. Super. So, hat hier Tiny sonst noch irgendwas? Irgendwie noch Münzen oder sowas? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier oben war das für Didi. Ja, genau. Okay. Hier war das ja für Lanky. Und vielleicht da hinten noch in der Höhle. Nee, das war ja für Donkey. Okay, dann schaue ich nochmal an einer Stelle, wo ich noch nicht geschaut habe. Nämlich, ob hier nochmal irgendwo was ist. Nee, hier ist nur Munition. Okay, dann haben wir alles nachgecheckt. Gut, also mit Tiny haben wir da schon mal alles. Dann nehmen wir jetzt Lanky, holen da die beiden Ballons. Dann brauchen wir nochmal Donkey, um den einen Ballon da zu holen. Ja, ist wirklich sehr aufwendig, ne? Also wird alles hier gänzlich in die Länge gezogen, indem man mit jedem Kong immer so einen kleinen Weg hier längs latschen muss, um dann nur so ein, zwei Ballons hier kaputt zu ballern. Naja, gut. Lässt sich wohl nicht ändern. Die Bananen brauchen wir so oder so. Um dann am Ende natürlich zum Boss zu kommen. Aber ich denke, jetzt mit allen 5 Kongs werden sich die Bananen auch recht schnell häufen. Also da werden wir schon recht schnell zum Boss kommen. Also ich denke, an den Bananen wird das später dann nicht mehr mangeln. Stimmt, mir fällt gerade ein, Didi hatte da ja auch noch Bananen und Münzen einzusammeln. Mann, Mann, Mann. Okay, gut, dann sammeln wir das auch nochmal ein. Dann, wie gesagt, nochmal den einen Ballon mit Donkey. Und dann haben wir den Raum hier auch vorerst erstmal abgeschlossen. So, ich werde auch nochmal mit Didi ganz kurz hier in das Labor reingehen. Vielleicht kriegt er einen neuen Move, das weiß man ja nicht. Päh, dir mangelt es an Talent, 15 Bananenmedaillen. Ach so. Ja, er hat also keinen neuen Move. Er spricht von den 15 Bananenmedaillen, die wir bekommen, wenn wir 75 Bananen pro Kong halt eben sammeln. Stimmt, das spricht er jetzt an. Okay. Ja, also, dann weiß ich jetzt schon, was er damit meint. Gut, das hat gar nichts mit Moves zu tun, das ist alles nur, ja, der Bonus, den wir brauchen, um am Ende zum Endboss zu kommen. Ohne diesen Bonus werden wir, ja, wie ich schon eben gerade gesagt habe, nicht zum Endboss kommen. Daher sollten wir weiterhin fleißig die Bananen sammeln. Und dafür sind zum Beispiel diese schicken Ballons hier sehr hilfreich. So, das waren Donkeys erste 10 Bananen hier in diesem Level. Und dann hätten wir erstmal diesen Raum hier abgeschlossen. Alles klar. Von wo sind wir jetzt bitte nochmal gekommen? Achso, ich glaube, das war hier der andere Weg. Da müssen wir mit Didi und mit Lanky einmal was aufschießen. Ich glaube, Lanky, wir haben ja im letzten Part einmal mit Tiny dann einen Schalter aktiviert. Dadurch ist ein Gitter unter Wasser aufgegangen, aber dann wurde halt eine Zeitanzeige, wurde dann, ja, so freigeschaltet. Und das bedeutet, wir können halt die goldene Banane nur einsammeln, wenn wir auch uns an die Zeit halten. Und solche Aufgaben würde ich dann doch eher gegen Ende lösen wollen. So, hier geht es dann richtig zur Sache. Schaut euch das mal an.
Ja, hier haben wir einen riesigen Raum mit viel Wasser und einigen Höhleneingängen. Also da wartet einiges auf uns und das ist nicht die, ja, die einzige Stelle, wo es viel Wasser gibt. Wir müssen auch später noch viel tauchen, also da wartet noch einiges hier in dieser Welt auf uns. Ja, wie gesagt, die Welten sind ja sehr abwechslungsreich hier in dem Spiel. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut. Weil das, finde ich, gibt dann auch immer so die Lust und Laune an den Spielen, wenn es immer schön abwechslungsreich ist. So, eigentlich muss ich hier mit Donkey gar nicht hin, aber ich will eigentlich wissen, ob man jetzt mit anderen Kongs sich da oben auch festhalten kann und hochziehen kann. Oder ob das nur mit Cranky geht. Mit Cranky, als wenn man den zocken könnte. Nein, mit Chunky meine ich jetzt natürlich. Das ist echt fragwürdig. Warum kann man dann immer nur Chunky hin? Ich habe noch nicht gelernt, Gegenstände hochzuheben, oder? Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht schon vergessen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube noch nicht, dass wir das können. Nee, ich glaube nicht. Wo ist denn die Musik hin? Die hat sich mal für kurze Zeit verabschiedet. Na gut, will ich jetzt nicht kritisieren. Dann ist er halt kurzzeitig weg. Ja, da ist sie auch schon wieder. Gut. Huhu, so, jetzt wird hier erstmal fröhlich herumgeballert. Zwei Schalter. Und damit haben wir ein weiteres Gitter geöffnet und, was habe ich euch zu viel versprochen, ein weiterer riesiger Raum mit viel Wasser und noch mehr Wasser und noch mehr Wasser. Tja, da haben wir einen Decay-Ring. Da, also, ja, ihr seht schon, hier wartet echt viel auf uns. Ja, soll ich auch nochmal mit Lanky wagen, da den einen Schalter zu aktivieren, um zu schauen, was passiert? Ja, lass das doch einfach mal machen. So, dann hauen wir mal ordentlich da auf die Kage, würde ich sagen. Ja! So, mal schauen, was passiert. Ich denke, es wird sich ein weiteres Gitter öffnen. Ja, war ja klar. Diese Szene haben wir schon einmal mit Tiny gesehen. Und auch hier gibt es eine zeitliche Begrenzung von 30 Sekunden. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass du das machst, Lanky. Ja, wo wollen wir denn als erstes hin? Ich denke, da, wo Donkey das aufgeschossen hat, weil das ein bisschen kleiner ist. Ja, wir haben noch ein klein wenig Zeit, also von daher können wir uns dort doch schon nochmal ganz kurz umschauen. Vielleicht ist da ja nochmal irgendetwas. Vielleicht können wir nochmal schnell irgendetwas hier, ja, irgendwie nochmal was aktivieren, irgendetwas anschauen. Mal gucken. So, auf jeden Fall ist das hier wirklich sehr riesig. Ein Glück können wir uns umschauen. Da oben haben wir eine Robbe. Die haben wir auch, glaube ich, im Intro gesehen. Die werden wir hier sehen. Hier, da haben wir Sneeds. Hier haben wir einen riesigen Leuchtturm. Und unter Wasser gibt es mal wieder zahlreiche Wege. Viele Schatztruhen unter Wasser, die wir vielleicht dann auch irgendwie öffnen können. Alles klar. Ja, umsehen ist immer sehr, sehr wichtig. Wie kann ich denn nochmal jetzt abtauchen? Hallo? Ach so, okay. So, kann ich da irgendwie gegenschwimmen und das irgendwie aktivieren? Tatsächlich. Ah, und ich glaube jetzt, steigt das Wasser und vielleicht auch in dem einen Raum ist es jetzt gestiegen. Muss man mal gucken. Ja, okay. Also das Wasser ist jetzt generell gestiegen an der Stelle. Und ich denke jetzt vielleicht an der Stelle, wo ich am Anfang da mit Chunky war. Vielleicht ist da jetzt auch das Wasser gestiegen und wir können jetzt dort mit Tiny. Ja, das sieht sehr danach aus. Ja. Wartet mal, ich will mich nochmal vergewissern. Tatsächlich. Geile Sache. Also musste ich nur einmal dort den Schalter aktivieren. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir in dem großen Raum doch nicht mehr viel erreichen können, weil wir jetzt nämlich noch einmal dort die Blaupause einsammeln, plus die Münzen. Und dann denke ich, haben wir auch leider nicht mehr genug Zeit, hier nochmal irgendetwas machen zu können. Naja, okay. So. Ja, Lanky, deine Blaupause wartet auf dich, Kollege. Die wollen wir natürlich nicht auslassen, die wollen wir auch nicht vergessen. Das ist etwas ganz Wichtiges, damit kriegen wir eine weitere goldene Banane. So, dann einmal hier hochschwimmen und dann mal schauen. Ja, hoppla, genau. Ja, dich müssen wir jetzt nur noch irgendwie downhauen. Du Scheiße. Ja, übel Schaden machen sie schon. So, wartet mal. Ach man, das ist so schwer, das immer aufzuladen. Ja, genau, ey.
Am liebsten würde ich ja jetzt mal wieder hier mit meinem Instrument spielen. Ist aber gar nicht nötig. Der Typ ist schon tot. Okay. Ja, eigentlich hatte ich euch ja ein klein wenig gespoilert, indem ich euch, danach gefragt habe, ob ich schon Gegenstände hochheben kann. Ja, Chunky kann solche Gegenstände dann später hochheben. Das sind dann Felsen oder wie diese Kanonenkugel hier. Kann sie dann dort reinlegen und dann wird irgendwas passieren. Was aber genau, keine Ahnung. Muss man halt später dann einfach mal gucken, ne? So, wir werden jetzt auf jeden Fall noch einmal zu Tiny wechseln, dort nochmal die Münzen ganz kurz einsammeln, beziehungsweise auch die Bananen, die dort sind. Und dann finde ich, haben wir schon recht gut was hier im Part geschafft, weil wir haben die Anfangshöhle hier schon mal ganz gut abgeklappert. Man muss ja immer, wie gesagt, nach System vorgehen, von daher, haben wir ja schon mal was geschafft, indem wir die erste Höhle komplett abgeklappert haben. Ja, und das Arschloch ist schon wieder da. Und kickt uns erstmal runter. Super. Na toll, ey. Ja, wenn der immer das schafft, da diese Welle zu machen, dann schafft er das auch immer wieder, uns runter zu kicken. Aha. Okay, das ist jetzt derbe ungünstig. Na toll. Ja, wieder runtergekickt. Ja, ich Noob. Ich zeig mich mal wieder hier von meiner allerbesten Seite. Wartet mal. Ja, gut, dann werde ich es jetzt auch richtig Noob-like machen. Passt mal auf, zack. So. Dann spielen wir einmal unser Instrument und schon sind wir den guten Typen los. So, die Bananen haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Okay. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ach, schau mal an, hier ist noch ein Ballon. Ich glaube, der ist sogar für Chunky. Das ist immer ein bisschen schwer zu unterscheiden, ob die Ballons jetzt nun gelb oder grün sind, beziehungsweise halt auch die Bananen. Kann man immer schwer unterscheiden, ob wir jetzt mit Donkey oder mit Chunky losziehen müssen. Naja, gut. Da muss man halt eben doppelt laufen. Lässt sich halt nicht ändern. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier dieser Ballon für Chunky ist. So. Dann sollten wir hier jetzt auch mittlerweile endlich mal alles abgeklappert haben. Also ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch übrig geblieben ist. Jawohl. Ja, ich versuch's einfach mal, aber ich glaube jetzt nicht. Ach, der Typ schon wieder. So, du Arsch, ey. Jetzt hau ich dir aber mal richtig eine rein. Ciao. Das ging jetzt recht fix. Tatsächlich, wir können Gegenstände so einfach hochheben? Haben wir das gelernt? Okay. Alles klar, dann wissen wir ja Bescheid. So, rein damit. Oh, was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir hier so Zielscheiben abknallen. Und wir haben aber nur 6 Kanonenkugeln. Oh Gott, die fliegen aber langsam. Das schaffe ich doch niemals. Okay, eine habe ich schon mal getroffen. Ich hoffe, dass ich jetzt mit den restlichen 3 auskomme. Nee. Alter, wie... Ich, achte gar nicht so wirklich auf die Bewegung von denen. Okay, das war jetzt ein bisschen verhauen. Hau ab. Okay, da war ein kurzer Lag. Sorry dafür. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt die Kugel in der Hand... Ups. Sorry, bro. Ich glaube, ich habe denen diese Kanonenkugel einfach mal an den Kopf geworfen. Das bekam den auch nicht ganz so gut. Ja, komm, jetzt heb hoch. Das will ich jetzt am Ende des Partes noch schaffen. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht überziehen. Aber wenn wir jetzt schon wissen, was wir machen müssen... Egal. Ist jetzt der letzte Versuch. Wenn ich es jetzt nicht packe, dann... Naja, gut. Dann habe ich es halt nicht gepackt. Dann machen wir das Anfang des nächsten Partes. Die fliegt aber auch langsam und scheiße. Das ist ja extrem schwierig abzuschätzen, wie man da zielen muss. So, jetzt eigentlich schon, oder? Ne, es war schon viel zu tief. Jetzt aber. Nein. Jetzt? Okay, das hat auch gut getroffen. Und wenn ich Glück habe, ist das die letzte. Jetzt muss ich aber nur halt einmal treffen. Alter. Jetzt! Nee. Okay. Der ging ganz weit nach unten, also ich habe das vergessen, dass die ja verziehen. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir ja viel geschafft in diesem Part. Dann, soll ich hier Start drücken oder nö, der trifft uns ja nicht, der Trottel. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Wie es jetzt in Zukunft weitergehen wird mit den Parts, weiß ich noch nicht ganz genau. Voraussichtlich werden jetzt aber wieder in der nächsten Zeit immer wieder neue Parts kommen.
drück die Daumen, dass ich die Motivation nicht verlieren werde. Ansonsten mache ich immer wieder, ja, kleine Pausen. Mal schauen, wie sich das ergeben wird. Auf jeden Fall sage ich an der Stelle erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein!